Hoher Besuch in der Bonifatius-Schule in Fulda. Bundesministerin für Bildung und Forschung Anja Karliczek und der hessische Kultusminister Ralf Alexander Lorz besuchten am Dienstagvormittag die Einschulungsfeier der Klasse 1b. Bereits seit 1999 ist es Tradition, dass Mitglieder der hessischen Regierung landesweit Einschulungsfeiern besuchen und den Kindern ihre guten Wünsche mit auf den Weg geben. Der Kultusminister betonte besonders die Wichtigkeit des Präsenzunterrichts, auch in Zeiten der Pandemie. Wir haben ja gesehen, als wir auf Präsenzunterricht verzichten mussten wegen Corona, was das mit den Kindern gemacht hat. Bei allem, was man ausgleichen kann, auch selbst mit der perfekten digitalen Ausstattung, das Miteinander in der Schule, das ist einfach durch nichts zu ersetzen. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier den Lärm der spielenden Kinder im Hintergrund hören kann, aber das ist eben auch, was Schule ausmacht. Und deswegen hoffe ich und bin zuversichtlich, dass wir dieses Schuljahr zwar mit Einschränkungen, aber doch insgesamt für die Kinder offen halten können und dass die Kinder einen regelmäßigen Schulbesuch haben werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Auch Bundesbildungsministerin Karliczek zeigte sich im Hinblick auf den Start ins neue Schuljahr zuversichtlich. Wir sind ja gemeinsam optimistisch, dass wir doch in ein anderes Schuljahr starten können als im letzten Jahr. Wir haben heute mehr Möglichkeiten, einmal was das Testen angeht, was das Impfen des gesamten Umfeldes angeht, natürlich noch nicht für die Kleinen, aber auch da sind wir optimistisch, dass wir im Laufe jetzt des nächsten halben Jahres dann noch einen Schritt weiterkommen. Ich wünsche den Kindern, dass sie sich die Freude und den Spaß am Lernen möglichst über die gesamte Schulzeit erhalten und dass sie selber für sich feststellen, was macht mir denn am meisten Spaß, weil das ist immer schon eine gute Orientierung auch für die Zeit danach, wenn man sich dann ins Berufsleben orientiert. Wenn man schon mal weiß, wo die eigene Leidenschaft steckt, ist das immer ein guter Ratgeber, wo ich vielleicht dann auch nach dem Beruf später suche, weil ich gucke ja immer aus der beruflichen Perspektive auf unser Schulsystem. Osthessen News. Sehen, was bewegt.